Und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 3 mit mir, alle Woche 1990. Jawohl, Herrschaft auf der Map Stronghold. Ja, und es ist ein Live-Commentary. Jawohl. Aber gleich zum Anfang. Ihr müsst mir jetzt euch mal in der Zeit, wo ihr eventuell das Video hier anschaut, könnt ihr euch auch mal überlegen, was, über was für Themen ich reden soll. Weil ich habe da zwei richtig geile Hochkaräter an Gameplays, die ich euch echt gerne zeigen will. Also mit dem Score echt brutal, den ich da rausgehauen habe. Und das muss ich einfach zeigen. Aber da fehlen mir, ehrlich gesagt, gerade so ein bisschen die Themen. Daher seid ihr jetzt mal gefragt, über was soll ich reden. Zwei Themen wären ganz geil. Weil, ja, den kriege ich die schön in einem Video. Und der kann da... Scheiße. Kann da denn schön drin reden. Und euch denn das Video schon mal zeigen. Also, beziehungsweise das Gameplay. Auf jeden Fall, es ist ein Muss. Und ja. Okay, das sind die komischen Geister. Ja, das sind die komischen Geister. Also mir macht es auf jeden Fall immer noch Spaß. Jo. Darum, ich weiß auch gerade nicht, was ich jetzt gerade reden soll. Na, scheiße. Bin jetzt auch gerade so... Ich bin eben gerade frisch aufgestanden. Und daher ist noch mein Kopf, mein Hirn ein bisschen leer, über was ich reden soll. Ja gut, egal. Kann man halt nicht machen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Das ist ein schönes Gameplay. So. Okay, ich habe da noch einen rausgeholt. Ja, ja, nein. Scheiße, ich dachte, ich komme da oben hinter. 7:4, es geht auf jeden Fall. Ich versuche mal B einzunehmen. Komm, sterb. Nein. Oh, scheiße, ich wollte mich gerade hinlegen, Mann. Ja, wenn ihr Bock habt und mich mal live, mehr oder weniger live spielen sehen wollt, ist ja live, aber länger live, dann könnt ihr ganz gerne mal im Stream reinschauen. Achso, ihr verliert B. Ich versuche mal ein bisschen hier was zu machen. Da haben wir einen. Nein, scheiße, mein Spinnensinn war ein bisschen spät. Mein sechster Sinn. Ey, sechster Sinn ist so geil, Mann. Ich hab... Ja gut, Ghost ist natürlich auch wieder... Ne? Streitthema. Ich fand's geil, beispielsweise echt gut. Ah, scheiße. Ah, super. Jetzt sitzen sie da mit 3-4 Leuten. Beispielsweise bei Ghost, ich habe da super gerne mit Ping gespielt. Und zwar, dass man da halt die... Wenn man einen tötet... Dass man dann ganz kurz einen Radarping hat. Ich fand das Perk so geil. So, ich hoffe mal. Nein, Alter. Das gibt's doch ja nicht. Ich bin gerade so unglücklich. F8. Stronghold ist aber auch nicht gerade so meine Lieblingsmap. Weil der Hauptfight, ganz ehrlich, der Hauptfight von dieser Map besteht um B. Ist echt so. Wenn du hier B hast, beziehungsweise verteidigen kannst, dann bist du eigentlich mehr oder weniger der Boss. Weil du den wichtigsten Schlüsselpunkt hast. Nein, scheiße. Ich wusste, dass der da oben steht. Ich wollte so ein bisschen sneaky-beaky-like machen. Aber na gut, egal. Kann ich denn... Alter, 21-3. Nicht schlecht. Gut. Es gibt natürlich auch wieder viele Leute wahrscheinlich, die hier wieder nur umher sitzen und irgendeinen Scheiß machen. Und zwar, so gesehen, rein gar nicht. Mein Gott. Und dann, ja. Das ist halt wieder auch Bunny. So langsam kommen die Bunny-Hopper mit rein. Das finde ich echt ein bisschen schade eigentlich. Ja, scheiße, Mann. Er mit seinen Fähigkeiten. Normalerweise, ich war doch außer Range, Mann. Na gut, egal. 16, 11, 23, 5. Ich weiß gar nicht, wo der so ist. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie hier umher laufen sehen. Das ist beispielsweise mal dieser Sichtpuls. Ich weiß gar nicht, ob ich den in der letzten Dinge schon überhaupt so aktiv drin hatte. Ja, Mann. Was ist denn los? Gerade.
Ja, ich bin nicht eingespielt, das ist das Problem. Man, also ich habe jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger gespielt. Das Problem ist, was ich bei den anderen Teilen nicht so wirklich hatte, dass man sich... Hier, oh lol. Dass man sich so extrem in den COD einspielen muss. Ansonsten ist man wirklich recht schlecht, muss ich echt gestehen. Ich habe auch gestern... Lol. Ich habe auch gestern im Stream, wie gesagt, einmal ein 50-10 erspielt und einmal ein 47-11 oder so. Ja. Das habe ich aber erst, nachdem ich ein paar Runden gespielt habe, gespielt. Er spielt. Also man muss sich echt in Black Ops 3 einspielen, weil man sonst den kompletten Movement nicht hinkriegt. Es ist eigenartig halt für mich. Ja, die Waffe ist HVK-30 mit Griff, Schnellziehgriff und großes Kaliber. Und den Rest, das seht ihr halt alles in der im Overlay. Das habe ich jetzt auch wieder gemacht, weil das ja schon ganz gut ankam. Und ich finde diese Overlay-Geschichte eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, die sind tot. Ich fange die mal ab. Krieg wenigstens noch einen Kill. Okay, wir brauchen gar nicht mehr eine A. Nehmen wir B mal mit. Und dass die Leute halt einen übelst blocken immer. Das ist auch so derbst widerlich. Zack. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, mal hier ein bisschen räubern gehen. Ich versuche mal hier ein bisschen C zu... Scheiße, ich wollte C eigentlich. Das war knapp. Och, der Typ ist tot. Oder die Frau, oder wie auch immer. Der Charakter ist tot, Mann. Oh, das ist doof. Das kann mir auf jeden Fall so ein bisschen den Arsch retten gerade. Und das war eben die Raps. Das sind so eine komischen fahrenden Bälle, die halt einfach explodieren. Finde ich eigentlich recht interessant. Ich brauche aber trotzdem nochmal... Guter, passt schon. So, den holen wir auch nochmal weg. Ja, ich muss halt hier erstmal durchwechseln mit den ganzen Waffen. Ich habe halt leider keinen Plünderer drin, Mann. Das ist so zum Kotzen. Aber ihr könnt ganz gern... Da ist ein Raps schon mal reingefahren. Aber ihr könnt, wie gesagt, echt super gerne mal ein paar Themen reinschreiben, über die ich reden soll. Zack. Oh, oh. Da muss ich erstmal weg. Weil, ja, dann ist das halt für nicht... Dann muss ich halt nicht so viel über Gameplay und sowas reden. Zack. Da haben wir nochmal einen. Wow, das ist knapp. Sind aber immer noch welche da, ja. Wir haben B verloren. Verbündete Talon im Operationsgebiet. Wir verlieren C. Komm. Nein! Fuck it! Der Feind hat C. Ah, das war sehr geil eben. Das war eben knapp, das war sauknapp. Den dritten hätte ich eben auch noch fast mitgekriegt. Mann, das ist, sowas ist immer ärgerlich. Wir haben Alpha verloren. Aber... Nee, weg. Ich muss mir angewöhnen, hier früher wegzulaufen. Oh. Weil das sonst nichts bringt, wenn ich da trotzdem in den Tod renne. Oh. Der ist tot. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren C. Okay, das ist... Och, Mann, ey, das war mein Kill. What the fuck? Ja, ich bin halt gerade noch so ein bisschen im Livestream-Modus, keine Ahnung warum. Aber ich hoffe, das Gameplay gefällt euch. Ist ein, ne? Ordentlicher K. Fick dich. Was haben wir? 39-14, der andere spielt ein 45-10. Kann man auf jeden Fall mal machen. Geht definitiv ganz klar. Ihr seht, also ich kann auch hohe Gameplays erspielen. Scheiße, wenn ich nicht so... Ja, du... Sagen wir mal so, da, ich habe das ja schon oft genug gesagt, das Spielen von Gameplays ist nicht gerade leicht, wenn man halt dann nebenbei
noch kommentieren muss. Weil ich habe so wenig Fokus oft. 40. Komm, stirb. So, den will ich aber noch haben. Zack. Ja, man muss halt so viel... Man ist so multitasking-mäßig hier drin, dass man hier überhaupt irgendwie ein paar Kills oder sowas kriegt. Und das ist halt das Problem. Du konzentrierst dich halt auf ein Reden, überlegst dir eventuell noch ein, zwei Themen. 42, 16 geht eigentlich ganz gut klar. 57, 11. Ich habe den Typen noch nie umherfliegen gesehen. Ah, nur gut, egal. 57, 11. Komm mal, Mama. Ja, ich hab den ganz ehrlich, das war bestimmt irgendwo wieder einer, der irgendwo umhergekämpft hat und nichts gemacht hat. Habe ich nämlich gestern oder vorgestern auch schon gesehen, die dann so ein 40 zu 5 oder sowas hatten. Und die saßen dann halt. Die saßen dann halt irgendwo in der Ecke und haben nichts gemacht. Die hatten dann die Drohne mit, diese Talon-Drohne, die Raps. Und Hellstorm oder sowas, dass sie sich ja nicht aus ihrem Versteck rausbewegen müssen. Und ich denke mal, das ist dieser So-Fragezeichen bestimmt auch gewesen. Ich habe den noch nie irgendwo im Hergerennen sehen. Ist zwar bei mir im Team, aber trotzdem. Aber dann gut, egal. Wie gesagt, ihr könnt ganz gerne... ja. Genau, ihr könnt mir ganz gerne mal ein paar Vorschläge machen bezüglich Themen. Ich werde die dann natürlich dann beim nächsten Mal mit einbringen. Wäre auf jeden Fall ganz geil. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt mir natürlich überall folgen, Facebook, Twitter. Ihr könnt mich ganz gerne liken, abonnieren, alles drum und dran, ganz klar. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Alewach1993. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.